Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Yo, jetzt ist es aber endgültig geschafft. Im letzten Part habe ich ja schon etwas voreilig gemeint, dass alles behoben wurde. Dem war nicht so. Jetzt sind wir hier auf dem neuen Rechner. Jetzt sollte nichts mehr schief gehen. Trotzdem ist jetzt natürlich einige Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Und ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Dieses Skelett, es wird nicht mehr aufstehen. Es wird uns niemals in irgendeine Weise outschen. So, hier wird es ein bisschen eng. Ich glaube nicht, dass hier Gegner kommen. Ach, guck an. Der alte Knacker. Zum dritten Mal. Jetzt soll ja angeblich was passieren, habe ich mir sagen lassen. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal, seeker of dark, giver of dark. If you seek true dark, I will grant it to you as much as you desire. Well then, is dark what you wish for? Klingt nach einem Eid. Ja. Der Pilger der Finsternis. Ja, warum nicht? Und wir haben das Siegel des Abgrunds bekommen. Eid geleistet. Wow! You are now a pilgrim of dark. The dark chasm beckons you. Those drawn to the dark are destined to seek it. Ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich wollte oder möchte oder sollte. Finally, you are here, young undead. Now, open the depths of darkness. Young undead, the dark awaits you. Oh, dem können wir Menschenbilder geben. Ich weiß ja nicht, ob ich den Eid verstärken will. Und was ich dafür bekomme. Ich lasse das mal. Ich kann die garantiert noch selbst gebrauchen. Eid leisten. Haben wir doch schon. Was hat er denn so? Wahrscheinlich nichts, was mich irgendwie interessieren könnte. Ich könnte auch ein paar Menschenbilder von ihm kaufen. Er hat natürlich Dunkelzauber. Das war ja zu erwarten. Dunkelzauber benötigt aber, ja, sowohl Intelligenz als auch Wille. Deswegen für mich ja nicht so dolle, ne. Der Lichtschein. Das klingt eigentlich sehr brauchbar. Das ist bestimmt so, ja, eine Taschenlampe, ne. Ich weiß nicht, ob ich das kaufen soll. Ich lasse es erstmal. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. Ich glaube nicht, dass er noch mehr mit mir redet. May the dark shine your way. Ich will nicht. Kannst du nicht mitkommen? Ich schieb dich auch. Nein? Okay. Ja, eigentlich muss ich ja da rein, weil es gibt keinen anderen Weg nochmal hier raus, ne? Gut, ich hab daher klar mit dem Leuchtfeuer, ja, okay. Aber, hä, bin ich hier nicht von oben hoch eingestürzt? Wieso ist denn da... Verstehe ich nicht. Na, egal. Jo, vielleicht gibt's hier noch was. Ja, ihr merkt schon, ich will der Dunkelheit entfliehen eigentlich. Das ist nicht der richtige Pfad, den ich gehen sollte. Aber was soll's, ich guck mir das einfach mal an, ob das jetzt... Es war ein Eid, also vielleicht ist das jetzt wieder nur so ein PvP-Dingens oder so. Ich guck mir das mal an. Oder wir kommen in eine neue Welt. Aber eigentlich wollte ich im Schloss weitermachen. Oh yeah, jetzt sehe ich aber echt cool aus. Der dunkle Schlund alter Tage. Sehe ich jetzt cool hier unten aus? Ich meine, mein Schwert leuchtet mehr. Aber ich habe sowas leicht schwarz-pläuliches an mir. Na gut, hier. Nee, das ist Wasser, aber wie tief ist das Wasser? Ich muss ja in das Wasser können, sonst wäre das ja sinnlos, oder? Das sieht aber scheiß tief aus.
Moment mal. Ich muss aufpassen, wo ich hinlatsch. Ja, okay, da. Ja, da ist Abgrund. Da komme ich gar nicht durch, weil da das Dingens im Weg ist. Oder wie, oder was. Okay, warte, dann gehe ich nochmal so rum. Das geht ja gut los. Ist da hinten eine Nebelwand? Ah, nee, das ist ein Wasserfall. Okay, das ist natürlich auch gut. Ich habe Angst, da runterzurutschen, wenn ich nicht aufpasse. Okay, also noch bin ich hier auch ganz alleine. Ich hoffe, das wird sich nicht ändern, weil hier ist zu kämpfen wäre ein bisschen eng. Ich nehme mal lieber meinen Stab in die Hand. So. Oh, nee, da geht's auch nicht weiter. Okay. Dann bleiben wir hier. Und hier haben wir den Weg zum Wasserfall gefunden. Oh, wie schön. Oh, geht's hier weit runter. Hey, wo kommt denn der raus? Aus der Decke oder was? Sieht ja auch irgendwie seltsam aus. Okay. Naja, es ist halt irgendwie brüchig oder so. Was weiß ich. Oh, hi. Oh, oh, Junge. Mach mal langsam. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr von dir. Doch, es kommen mehr. Es ist doch viel zu eng zum Kämpfen, Leute. Oh, super. Oh Gott, ja, natürlich. Ja, sonst noch was? Alter, ein bisschen viel auf einmal. Und total blöd zum Kämpfen hier unten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin will. Ich weiß das nicht. Ich glaube, wir lassen das erstmal, oder? Gleich so viele auf einmal. Ich meine, ja, selbst wenn ich zurücklaufen würde, ich könnte da so schnell runterfallen. Ich glaube, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das machen wir noch nicht. Ihr könnt mir ja gerne Feedback geben, ob ich das unbedingt jetzt schon machen sollte. Aber das ist ein bisschen krank da unten. So kam es mir zumindest vor. Ich gehe dann erstmal wieder im Schloss weitermachen. Ob das so unglaublich viel schöner ist, ich weiß es nicht, denn wir sind ja immer noch bei den Türen des Todes, wie ich den letzten Part so schön genannt habe. Und ich bin beruhigt, denn die meisten von euch hassen diesen Raum auch. Und hatten da Probleme. Und ich finde das jetzt gerade gar nicht schön, dass ich da nochmal rein muss, weil ich den richtigen Weg ja noch nicht gefunden habe. Das heißt, jetzt geht das große Failen wieder los. Ach man. Die linken Türen sind alle offen, aber die rechten sind noch alle meines Wissens nach zu. Und der Typ kommt sofort raus, wenn er mich sieht, oder? Vielleicht könnte ich das auch mal ein bisschen... Ja, der kommt aber bestimmt raus. Vielleicht kann ich erstmal die Ritter da rechts machen. So. Kommt jetzt das andere Mistvieh auch? Ne, bis jetzt nicht. Gut. So, die sind ja sehr agil, wie wir schmerzhaft erfahren mussten. Da muss ich wieder aufpassen. Zum Glück halten die nicht so viel aus. Kommt jetzt der große? Ich höre doch... Ne, es muss der andere zweite sein, der sich jetzt wieder dahin positioniert hat. Hui! Das war knapp. Ach komm, tu dein Schild weg. Ich hasse Schild. Banausen, ey. Komm her! Oh. Ja, das war nix. Ja, ist ja gut. Du bist der Coole von uns. Okay. Okay! Ach komm! Ich hab doch schon längst wieder auf L1 gedrückt hier. Warum? So eine Combo, da kann ich ja nichts mehr machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte einfach blocken, aber ich durfte nicht mehr blocken. Ach, Penner. Der ist doch wirklich einfach. Bei dem ist Fällen nicht erlaubt. Bei denen in den Türen, ja, okay. Aber doch nicht bei dem. Na, egal. Ich habe auch den Fehler gemacht, mit dem Schwert agiert. Ich bin lieber damit rum. Ja, und das große Schwert, wir werden das noch mit Magie durchdringen. Also, ich weiß nicht, ob es jemand schon mal beantwortet hat. Genauer. Auf jeden Fall war halt meine Frage. Es war eventuell ein Fehler, das Ganze mit Feuer nochmal zu durchdringen. Ich dachte, es wäre effektiver. Aber ist es jetzt wirklich noch ratsam, es jetzt noch ein zusätzliches Mal zu durchdrängen, also mit Magie? Weil ja dann die anderen Werte wieder abgeschwächt werden. Oder sollte man das lieber abhaken, diese Waffe, und so lassen, wie sie ist? Das würde mich mal da eure Meinung interessieren. Pech gehabt. Du bist nur... Also komm! Oh Mann, ich hasse dich, weißt du das? Stirb. So. Der andere. Den sollten wir in der Nähe der Tür machen, sonst bringt das alles nichts. Komm mal mit.
Oh nein, jetzt macht er wieder... Nee, macht er nicht. Ah, du bist nicht nah genug. Nein, ich sterbe jetzt. Na gut, jetzt will der... Hey, du Pappnase, komm raus. Ich weiß genau, dass du spielen willst. Ich weiß es genau, weil du Feuer... Ich hasse dich, ich hasse dich. Okay, ich werde erstmal den Türgang-Trick... Nein, tu dein Schild... Tu dein Schild weg. Ich hasse dein Schild. Oh, ich habe ja gar keine Lebenssteine mehr. Ups. Nee, okay, ich glaube, ich habe mich hier so gemacht in dem Teil, ne? Nee, jetzt kommt der andere wieder. Oh. Das war jetzt wieder clever von mir, ey. Komm weg. Hopp, spring weg. Ja, das war mal schön. Ey. Oder komm meinetwegen mal zu der Tür da. Stehe ich an der Tür? Nein, ich stehe schon wieder im falschen. Ah, nicht so nah sonst. Oh, warum komm... Das wird nicht reichen. Ich wollte den kleinen. Ah, oh, ich hasse diesen Raum. Das ist ein Dreck. Oh, ich, okay, noch einmal probiere es, ansonsten schneide ich euch raus, bis ich das ganze Drecksmistdingend gecleant habe. Das ist doch ein Mist, ey. Mit diesen Gegnern. Nee, ey. Ich bin echt froh, wenn der Raum hinter uns ist. Weil die Großen, die müssen ja auch so robust sein. Verteufelt robust einfach. Es ist unfassbar. Hopp. Schneller. Was sind die an? Wie sie? Das dauert auch immer eine halbe Ewigkeit. Was ist mit dem anderen? Will der andere nicht kommen? Muss ich erst dich töten, aber dich hätte ich gern aufgehoben, weil du nicht blockst. Und den anderen haben. Jetzt kommt der andere. So. Mach dein Schild weg. Ey! Okay, was passiert? Mal ran. Ja, hört auch mal wieder auf. Ja. Oh nein, das war kacke. So, okay. Ja, jetzt haben sie Bock, hier vorbeizukommen. Dann töte ich halt doch erst den, wenn es sein muss. So. Ich stelle mich aber auch an. Ich könnte mich auch mal langsam mal wieder menschlich machen, würde ich sagen. Das ist vielleicht sinnvoll. So, und jetzt steht er doch gut. Jetzt müsste er doch... Oh komm, geh in die Tür. Ja. So, lass mich raten. Der nächste Vollhorst. Oh, nee, ich glaube, hier geht's weiter. Wir haben das... Okay, wir wissen wenigstens, wo es weitergeht anscheinend. Oder ist das nur ein großer Lagerraum? Ich guck mal kurz rein. Oh, hi. Bitte, bitte, bitte. Oh, yeah, hi. Ich kann das nicht leiden, wenn du... Okay, ich nehme lieber die Waffe. Ah ja, das war ja eigentlich das letzte Mal schon fast erprobt, erlernt. Er ist er, dann ich. Dann wieder er. Ey! Okay, jetzt halte ich mich mal eben schnell. Weiter, jetzt du. Ich. Du, nee, jetzt warte ich lieber. Ja, langwierig. Nein. Verdammt. Langwierig. Oh, bitte mach aber die Waffe. Die Dinger da hinten nicht kaputt. Die brauche ich noch. So. Alter. Das ist so ein Futzelschaden, ey. Das ist grausam. Ich sollte mich aber hier mal, bevor ich ihn töte, vielleicht nochmal umgucken. Vielleicht sollte ich ihn. Boah. An einer gewissen Stelle hier töten. Ich glaube nicht. Ich habe keine Zeit, mich umzugehen. Alter! Meine Kiste! Du Arsch, du Blöder! Ah, du hast meine Kiste kaputt gemacht! Mann! Ah, er hat es tatsächlich getan. Ich habe es noch gesagt. Du mal kleiner Penner. Ich muss alles zerstören hier. Mann, ich hoffe, da war nichts Gutes drin. So ärgerlich, ey. Aber okay, hier scheint es weiterzugehen. Das heißt, ich muss da nochmal rein die anderen hässlichen Türen machen. Ein Klosteramulett, ein Schleben, eine Seele eines Helden. Sehr schön.
Ah, sonst ist hier nichts. Auch ärgert mich das. Ich hasse das, wenn Kisten kaputt gehen. Das ist jetzt meine zweite, die kaputt ging in meinem Durchgang. Eine, da war ich selbst schuld. Gut, bei der war ich theoretisch auch schuld, weil... Ich hätte ja den Gegner da nicht rankommen lassen müssen. Jetzt habe ich mich erschreckt. Warum? Ah, ihr. Ach so, deswegen. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Okay, okay, okay. Leute, wir müssen aber mit unserem Plan weitermachen. Die Türen öffnen. Beruhigt euch mal. Oh nein. So, wenn jetzt der eine zum Beispiel... Na, es ist blöd, wenn es zwei sind. Jetzt hört doch mal auf. Und außerdem kommt dann der andere Lulatsch wieder. So, jetzt. Und gleich weg, und gleich weg, und weg, und weg, und weg. Oh, oh scheiße, der stirbt gar nicht. Shit. Okay, das war wieder mein Tod hier. Volles Haus. Och Mann, ich wollte doch nur die Tür öffnen. Oh, ich drehe noch durch. Okay, cool bleiben. Wir ziehen das durch. Es ist wahrscheinlich eh nichts in diesen zwei anderen Türen. Wahrscheinlich wieder nur ein blöder Gegner, aber das ist mir egal. Ich will das jetzt haben. So, ich habe zwar gesagt, ich mache keinen Versuch mehr, aber ich lasse euch jetzt trotzdem noch einmal drin. Nein, da nicht. Was für eine Fail-Parade, ey. Es ist nicht schön. So, da ist jetzt einer weniger, immerhin. Schade, dass sie nicht gänzlich abhauen. Nee, da muss dann noch so ausgerechnet auf der Schildtypi, der muss noch da sein. Natürlich. Und er trifft doch gleich. Oh. Und der andere kommt auch schon. Wie man hört. Oder doch nicht? Doch. Ah, Mann, du dein olles Schild weg. Ich kann dich auch so töten, weißt du? Mir egal. Wenn es 1010 Pfeile kostet, ich krieg dich auch so klein. Oh, jetzt will er's wissen. Da. So. Dummes Schild. Geschmeidig sonst wohin stecken, ey. Der andere Typ. Hat mich. Der kommt jetzt, ne? Oder will er nicht? Können wir hier machen. Na, jetzt kommt er natürlich. Ich gehe erstmal wieder in meine Nische. So. Jo, beruhig dich. Der andere geht schon wieder. Einen Pfeil hinterher. Überlegst das vielleicht nicht nochmal anders. Rems. Rems. Der andere hat sich wieder auf seinen Posten positioniert. Das finde ich gut. Das ist gut für die Tür. Nein! Oh, ich dachte schon, er greift mich an. Nein, und der andere kommt wieder, glaube ich. Ist er tot? Nein. Oh, ja, natürlich. Mit einem Lebenspunkt. Oh ja, jetzt kommt der Idiot noch zu mir, jo. Ah, das ist doch so nervig jetzt. Was sind denn deren Schwächen hier? Wie kann man denen richtig schön Schaden machen? Geht ja sonst gar nichts. Komm, komm noch ein Stück rüber, oder? Ja, meinetwegen, lass es auch. Und das. Vollhorst. Wow. Ah, wo ist meine Nische? Da ist meine Nische. Nische nicht gefunden. Bams. Okay, der andere scheint sich nicht anzumischen. Dann kann ich ja wieder mit meiner... Kann ich mich ja auf ihn einlassen. Ja, gut. Jetzt habe ich dafür den wieder geholt. Okay. Gut, machen wir erstmal dich. Wusch. Und wusch. Und wusch. Nein, du doch nicht. Ich will dich... Na gut, eigentlich egal. Versuchen wir es zu cleanen, ganz in Ruhe. Alles auf einmal schaffe ich ja eh nicht, wie man gesehen hat. So. Jetzt den Großen. Jetzt stört mich da wenigstens nichts. Was machst du da hinten in der Ecke? Pinkeln? Okay. Lololo. Ja, ich könnte auch ausweichen, ne? Ich weiß. Vielleicht auch mal in eine Alternative. Haha. Okay, sollte nicht zu früh lachen.
Das war schon mal so knapp. Wir erinnern uns. Bams, aber für ihn hat sein letztes Stündlein geschlagen. So, das ist doch schon mal gut. Jetzt muss ich noch die andere Pappnase dahinten killen und dann kann ich mich ganz chillig um die zwei Türen kümmern. Hoffe ich. Lass mal den. Weg, 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 weg. Und den Rest kriegst du mit meinem Schwert. So. Hey, du Honk. Okay. Da kann ja nichts passieren. Komm. Komm raus. Komm raus. Sofort. Seh dich. Wusch. Yo. Langwierig. Aber im Grunde ist es so zu schaffen. Also. Ein gut gemeinter Ratschlag an diejenigen, die an dem Raum verzweifeln. Macht die Gegner einzeln, auch wenn es dauert. Einmal richtig gemacht. Geht schneller wie. So wie meine vorigen Versuche. Und dann ständig zu resignieren. So, und jetzt gebe ich ihm gleich den Rest. Nein. Oder er mir. Okay, cool bleiben. Ja, da macht er halt immer zwei, ne? Schnell, 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 schnell. So. Ach, hey. Ist jetzt gut. So. Jetzt wird's interessant. Ich muss gucken, dass ich die beiden da... Das, ja, da hinten auch töte. Das mache ich am besten damit. Dann habe ich einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Damit, okay. Los geht's. Wenn ich jetzt gleich einen töten könnte, das wäre optimopti. Komm! Ah, scheiße! Nein, nein, nein! Bleib da hinten! Hör auf! Mann! Schnell mal heilen. Okay, kommt, Leute, wir gehen nochmal da rück. Ich hab das alles nicht umsonst gemacht hier. So viel ist sicher. Ich glaub, du stirbst jetzt. Du machst jetzt irgendwas auf. Ah, da kommt ja noch einer. Scheibenkleister! Okay, aber es hat sich gelohnt. Weg, weg. Oh, wo ist meine Nische? Meine rettende Nische da. Oh, Mann. Ich hab ganz vergessen, da hinten links, da war ja der Abgrund, wo wir runtergefallen sind. Ja. Ich hab vergessen, dass da auch noch so ein Lulatsch drin war. Was heißt vergessen? Ich hab's verdrängt. So, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich und der Lulatsch, wir sind jetzt alleine. Es sei denn, da hinten ist wieder einer drin. Könnte ich da mal... Ah, okay. Ist eh in seine Kammer zurückgegangen. Schau dann mal. Oh, nee. Alles so gemein. Na gut, aber der andere ist weggegangen. Das heißt, wir können mit dem spielen. Hallo. Oh, eine Kiste. Kommt da sofort raus, wenn du wieder die Kiste kaputt schlägst. Ach, verdammt. Ich weiß es doch besser eigentlich. Nicht bei der Stechattacke draufhauen, weil er dann noch ein zweites macht. Nein, dann kommst du bitte. Der andere kommt. Nein, shit, ich glaube, ich höre den anderen. Weg! 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 Oh Gott, zwei auf einmal sind zu viel. Kann bitte wieder einer von euch in die Nische gehen? Wäre da einer so frei? Ach, Leute. Ich brauche einen ganzen Part. Nee, eigentlich zwei Parts für diesen. Also so gefällt habe ich schon lange nicht mehr. Oh, jetzt gehen sie wieder. Sonst wäre nichts gewesen. Mann, ich muss gucken, dass ich... Einen von denen in der Nähe der Tür. Hi. Ja, ich weiß, kommt der andere auch wieder, ne? Nee? Okay, das ist gut. So. Okay, und weg, und weg, und weg. Ah! Ist ja gut. Aber das ist gut. Jetzt ist der eine so nah bei mir, dann kommt der andere Lulatsch nicht raus. Behaupte ich einfach mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn und ich hatte mal wieder Unrecht. Leute, ihr seid doof. Nimm das! Nein, nein, bleib doch da! Wow.
Also sehen Strudelwaffen Pop ist, ne? Das ist eher was für Gegner gegen Gegnermassen. Oder in engen Räumen. Oh, es dauert so lange! Oh, dauert so lange und bringt kaum was. Ne, Seelenstrudel fliegt wieder raus, so viel ist sicher. Oh, oh, oh. Okay, das war nicht schlimm. So. Wir können wieder. Ich bin wieder fit. Was macht er denn? Gleich haben wir ihn. Das wird er sich aber von mir vielleicht auch denken. Okay, komm her. Komm, komm, komm. Wir machen das jetzt zu Ende. Okay. Noch einmal. Ah, ich habe keine Ausdauer. Hölle. So. Komm her. Ich rock den Raum jetzt fertig hier. So. Gut. Und jetzt gehen wir erstmal die Kiste holen. Kurz diese Ruhe genießen. Das Mastodon-Großschwert. Aha. Klingt ja interessant. So, letzte Tür, letzter Gegner. Wo ist er? Spielt er wieder in der Ecke rum. Ich könnte es auch mit dem machen. Das wäre natürlich einfacher. Wenn der andere jetzt gerade nicht will. Warte mal, wo sind wir? Okay, ja, komm noch ein Stück näher. Ey, ich... Ja. Nein. Bloß nicht Blödsinn bauen. Ah, hat das gereicht? Ja, die Seele fliegt in die Tür rein. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Und ich bekomme einen neuen Lulatsch. Ha, woher wusste ich das nur? Aber auch der hat eine Kiste. Komm her. Wo ist denn der andere hin? Ich traue der Sache nicht. Kommt bestimmt gleich. Ah, nein! Da hatte ich Glück, dass er mich nicht getroffen hat. So. Wusch. Der andere kommt nicht mehr. Okay. Ah, ich bin so froh, wenn der Raum vorbei ist. Aber hey, es ist immer noch besser wie dieses Dunkel-Dingens, wo wir vorhin waren. Behaupte ich einfach mal. Warte ich jetzt lieber nochmal. Stand ich nicht so dolle. Oh, das ist aber auch immer ein knappes Rennen mit der Ausdauer hier. Nimm das, Schurke. Jetzt lass mich recken. So. Oh, das ist doch so eine langsame Attacke und ich bin so unbeholfen. Aber gut, das war ich ja schon immer. Auch unbeholfene Menschen wollen Dark Souls spielen. So. Okay. Was ist da drin? Puh. Was ist er? Der Ring des königlichen Soldaten plus 1. Okay, okay, okay. Was der kann, gucken wir uns später. Ich hab diesen fucking Raum gecleant. Ich werde ihn nie wieder cleanen. Nie wieder, das sage ich euch. Aber sowas von nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, jetzt können wir es ja entspannt angehen. Also viele von euch haben gemeint, der Raum ist das Schlimmste und deswegen ist es doch schön zu wissen, das wahrscheinlich Schlimmste einfach geschafft zu haben. Und jetzt kommt ein Boss oder was? Ach guck mal, die kennen wir doch noch. Turtles, yay, kann ich dich entsteinern? Nein, du wirst wahrscheinlich ganz automatisch gleich entsteinert. Das fände ich dann nicht so schön, weil dann weiß ich genau, dass der Lulatsch da unten wahrscheinlich auch aufsteht. Ja, der Weg nach oben ist wahrscheinlich einfach, dann mache ich irgendwas Tolles und dann will ich runter und dann sieht's mies aus. Apropos mies. Das sieht so aus, als würde das Rüstungen so zerstören. Ich höre etwas, ich kann es noch nicht zuordnen. Okay, muss dahinter sein. Hey, du siehst aber wichtig aus. Ich habe noch jede Menge Duft. Oh, der hat gar keinen Kopf. Ja, dann... Vergiss es. Okay,
Okay, kann ich die schieben, die Dinger? Kann ich irgendwas damit machen? Nee. Was ist denn das jetzt für eine... Wow, guck mal, ein Spiegel. Okay, da kann ich nichts machen. Ich vermisse so ein bisschen wie Dark Souls 1, sowas wie ein Gemälde, wo man rein kann. Ich weiß nicht, ob ich da auf die Suppe soll. Ich werde es mal lassen. Mir dann anhören, was ihr dazu sagt. Tut bestimmt weh. Okay, bisschen noch die Wände checken. Wo es weitergeht, sehen wir, ja. Es geht sogar ein bisschen raus. Naja, da oben sind wir schon. Wir haben noch so wenig gesehen von dieser gigantischen Burg. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir ab dem nächsten Part deutlich schneller Spaß haben werden. Ja. Ja, oh Gott, ja. Ja, lass mich mal da rumschieben. Ja, mein Held hat aber auch die Ruhe weg, ne? Und da liegt aber ein Item. Das will ich haben. Ich hab 17.610. Naja, gut, das ist für mein Ding jetzt auch nicht mehr so die Welt. Hm. Das will ich noch schnell haben. Dafür geht mal kurz das raus. Ja, ich mache jetzt den Lebenssicherungsring wieder rein. So, könnte ich mich eigentlich auch menschlich machen. Das war eine Kreistaste zu viel. Ja, ich mache mich jetzt menschlich, komm. Verliere ich die Menschlichkeit ja auch nicht. So. Außerdem kommt bestimmt bald wieder ein Boss und dann wäre es ganz gut, wenn ich Zeichen sehen könnte. Hier ist jedenfalls mal keins. Gut, dann wünscht mir Glück. Ich versuche jetzt mal das Item irgendwie zu schnappen. So ist es. Hopp, hol das! Okay, ich weiß nicht, was es ist. Ich gehe da wieder rein. Puh, okay, das ging doch gut. Ja, der Part ist überfällig. Wir werden jetzt auch gleich Cut machen. Okay, das ist ein Arm. Brustschützen. Wow, wer bist du denn? Oh Gott, wer seid ihr denn? Nein! Gott! Oh. Wenn sie mitkommen, könnte ich sie vergiften. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich habe da so eine ganz coole Idee. Und jetzt ich schnell durch. So, und jetzt stirbt alle in diesem Raum. Ich mache die Tür zu. Lululululu. Oha. Wir müssen doch jetzt sterben. Eigentlich. Wir müssen durch ihr Gift und so irgendwann verrecken. Alter, der kommt gleich durch die Tür. Er ist zum Glück zu blöd, eine Tür zu öffnen, aber wenn er da an der Türschwelle stehen bleibt, dann... Ja. Machen die Pfeile natürlich auch nicht. Machen die mal die Tür wieder auf. Ich hab Angst. Hopp. Dann schnell weg, wenn's offen ist. Wie? Der wird nicht angespuckt? Der wird nicht angespuckt? Oh. Das finde ich gemein. Okay, komm, den machen wir noch schnell. Boah. Ja, ist ja gut. Warum gleich so viele auf einmal? Und die kriegen auch so einen Pipi-Schaden, ey. Oh, ey, ich bin doch hier echt als Magier aufgeschmissen in dieser Gegend. Oh, Mann. Oh, aber mein Schwert ist wieder gut. Mein Schwert ist gegen die gut. Ja, dann machen sie Spaß. Dann mache ich auch gern mehr von denen. Allerdings erst das nächste Mal, werte Freunde, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2.